wunderschönen guten Abend. Jetzt gehe ich mal mit meinem Zweitphone hier wieder rein, damit ich das Ganze aufnehmen kann. Läuft doch. Jetzt warten wir auf die liebe Kim, damit ich sie dann einladen kann oder sie kommt da hin. So, ich habe sie jetzt eingeladen. Mal schauen, ob alles funktioniert. Hallo, Laura. Verbindung wird hergestellt. Da bin ich. Hi. Es hat funktioniert, super. Bei der Steffi geht es immer nicht, aber bei dir funktioniert es. Schön. Voll cool. Hörst du mich laut und deutlich? Bild, ich höre laut und deutlich, ja. Du mich super. Auch? Ja, auch. Genau. Ja, heute habe ich die liebe Kim zu Gast. Ich heiße ja auch Kim, sie auch Kim. Wir beide sind Designer, das ist total lustig. Ja. Ja, und heute quatschen wir beide einfach mal über Kaltakquise für Kreative, speziell eigentlich eher für Designer, weil wir doch immer wieder festgestellt haben, das ist doch sehr schwer und andere Designer erzählen auch ein bisschen Bullshit und machen voll die Panik und naja, genau. Da würde ich einfach mal vorschlagen, liebe Kim, stell dich doch einfach mal vor, was du machst, woher du kommst, wie lange du schon selbstständig bist. Ja, also ich bin die Kim, genau, aka Digitallotsen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, Hattingen, um genau zu sein. Und was mache ich denn? Also ich mache im Prinzip vom Logo-Design über das Webdesign und überhaupt Design bis hin zur Marketingstrategie und auch deren Umsetzung, sehr, sag ich mal, die volle Palette. Selbstständig bin ich schon seit 2011. Wow. Ja, bis letztes Jahr, bis März letzten Jahres war das nebenberuflich. Nee, April war es. Und seit April letzten Jahres ist es hauptberuflich, genau. Ja, cool. Sehr schön. Das ist ja cool. Ja, super. Erstmal herzlichen Glückwunsch, weil ich kenne einige, die haben dann sich in die volle Selbstständigkeit geworfen, nachdem sie nebenselbstständig waren. Und das hat dann auch nicht lang gehalten und dann war es leider hinüber. Ne? Das muss man halt auch erstmal schaffen, einen langen Zeitraum zu halten. No? Ja, das stimmt. Aber ich habe ziemlich früh angefangen mit Blogartikeln und Social Media, Selbstmarketing, ganz wichtig. Ja. Deswegen hat das ganz, also sage ich jetzt mal, nahtlos geklappt. Das war kein Thema eigentlich. Ja, super. Cool. Ja, also das war jetzt für die Leute auf meinem Kanal, die jetzt nicht wissen, wer Kim ist. Und jetzt stelle ich mich nochmal vor. Ich bin Kimi. Ich habe neuerdings ein schönes Wort gefunden. Ich bin Kreativtunerin, also Kommunikationsdesignerin. Auf gut Deutsch gestalte ich halt Logos, Webseiten, Social Media, Posting-Sachen, Banner, Print-Sachen. Und ich achte halt darauf, dass wir deine Persönlichkeit in den Fokus setzen, weil ich der Meinung bin, mit deiner Persönlichkeit wirst du halt erfolgreich. Ja, genau. Also das zu mir für die Fans von Kim, Digitallotsen und andersrum. Hallo Toni, wir haben schon 7 Zuschauer. Im Übrigen für alle Leute, für also Kim Digitallotsen ist zum allerersten Mal live. Ja. Und das ist cool, das ist ja jetzt mein dritter Livestream, weil ich ja mir so die eigene Challenge gegeben habe, meine Nervosität jetzt mal abzubauen und es läuft. Ja, Herzchen, supi, sehr schön. Oh, ich sehe fliegende Herzen, das ist schön. Genau. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. So, genau. Kim. Machst du Kaltakquise? Ja oder nein? Wieso? Weshalb? Erzähl doch mal ein bisschen. Ich mache keine Kaltakquise aus dem Grunde eigentlich, dass es meiner Meinung nach unheimlich schwierig ist, einen Webdesign oder eine Marketingstrategie oder so am Telefon zu verkaufen. Was ich aber mache, ist, wenn ich irgendwie über online oder sonst woher jemanden kennengelernt habe, dass ich telefonisch auf jeden Fall immer nachfasse. Ja. Aber den ersten fiesen Anruf, den mache ich tatsächlich nicht. Ah, okay. Mhm. Und hast du es mal probiert, Kaltakquise zu machen, am Anfang irgendwie oder sowas? Ja, also ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit, da habe ich tatsächlich auch noch Agenturen angesteuert. Das mache ich aber nicht mehr, weil ich ja eigentlich genau das nicht mehr wollte. Das war ja auch der Grund für die Selbstständigkeit. Da habe ich genau eine Agentur angerufen. Der war auch ganz angetan, aber er hatte in dem Moment keinen Bedarf. Klassisch, ne? Und ja, das war dann der einzige Anruf und dann habe ich mich doch eher auf mein Selbstmarketing konzentriert. Tatsächlich. Ja, cool. Genau, dazu kommen wir auch nochmal nachher zu sprechen. Ich frage dich jetzt einfach mal ein bisschen aus und danach drehen wir das Ganze mal um, ja? Was wollte ich denn jetzt fragen? Siehst du, ich hatte gerade eine Frage. Ich hatte gerade eine Frage im Kopf, warte mal. Mein Hirn muss rattern.
Würdest du generell einen neuen, frischen Designer sagen, nein, mach keine Kaltakquise, oder sagst du dir halt, probier es aus, je nachdem, oder sagst du, es macht sowieso keinen Sinn? Nee, also ich würde schon, es kommt immer ganz darauf an, wer die Zielgruppe ist, ne? Da, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn meine Zielgruppe jetzt Agenturen wären, dann würde ich tatsächlich anrufen und mal nachhaken, ob da ein Bedarf besteht und ob ich meine Unterlagen senden dürfte. Ja. Aber ich, wie gesagt, für Endkunden, das kommt halt auf die Branche auch an, ne, was die erwarten und so weiter. Ja. Also generell ablehnen würde ich es nicht, weil wenn man das kann, sage ich mal, dann sollte man das auch tun. Aber ja, genau. Ne? Also wo ich noch in meiner Ex-Agentur gearbeitet habe, das waren halt 3 Vertriebler zum Beispiel, übertrieben krass, ja, die haben richtig was drauf, da kann man sich echt noch was abgucken. Und so als kalt ins Wasser zu werfen, hat mir teilweise Spaß gemacht. In meiner Erstausbildung war ich ja halt auch Verkäuferin. Also kann man so gewisse Tricks und Kniffe. Aber so jetzt eiskalt hinzugehen, guten Tag, ne? Wie Berliner so sagen, hier, willst du Webseite? Ich habe gesehen, Webseite ist nicht so schön oder da fehlen gewisse Dinge oder dein Logo ist halt nicht zielgruppengerecht. Ja, es kommt halt drauf an, auf einen selbst. Ne? So auch mit der Zielgruppe und die Leute schreiben gerade, der Kommunikationskrieger schreibt, telefonische Akquise ist nie so stark wie persönliche. Siehst du? Das würde ich gerne so unterschreiben, ja. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall, weil persönlich ist ja doch nochmal was ganz, ganz anderes wie einfach am Telefon. Also ich habe letztens auch mal so ein Video gemacht, Neukundengewinn. Da habe ich ja auch 2, 3 Tipps gegeben. Und wenn mich jetzt jemand anruft und mir da irgendwas verkaufen will, lege ich direkt auf. Egal, was es ist. Das nervt mich. Ja, zum Beispiel, ja. Aber manche sind halt krass, die können es halt, ne? Also ich sag mal so, wenn ich das machen wollen würde, Kaltakquise, dann würde ich mir die, sag ich mal, würde ich mir Kunden raussuchen, die, also ich konzentriere mich ja hier aufs Ruhrgebiet, also würde mir dann irgendwie eine Firma raussuchen, die hier im Umkreis ist, und würde mir mal angucken, wie die Webpräsenz von der ist und würde mal gucken, welche Punkte man verbessern könnte und würde versuchen, das als Hebel zu nutzen. Ja. Würde eben ins Gespräch einsteigen damit, dass ich eben an der Webseite Verbesserungsbedarf entdeckt habe, ja, und mal Interesse hätte, das mal mit mir durchzugehen. Ne? So würde ich es dann anpacken. Also ich würde auf jeden Fall nicht einfach unvorbereitet irgendjemanden anrufen, sondern ich würde mir schon irgendwie angucken, erstmal, wo ich ansetzen kann, damit ich irgendwie was habe, ne? Um ins Gespräch zu kommen. Ja, genau, so schaut es aus. Also nochmal, ich stelle mir jetzt mal die Frage, Kaltakquise, ja oder nein? Ich sag mal so zu 80% nein, zu 20% ja. Es kommt halt immer drauf an, wie Kim schon meinte, mit den Zielgruppen, wie möchtest du ansprechen? Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt in die Selbstständigkeit zum Beispiel neu reingekommen ist, hast du schon 1, 2 Kunden, wo du weißt, die haben ein riesen Netzwerk, wo von den 100 Leuten auf jeden Fall 5 zu dir kommen, oder bist du halt komplett am Anfang und hast noch niemanden? Ja, auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ich glaube, wenn du noch niemanden hast, bin ich der Meinung, bist du, ich würde es jetzt, ist nur meine Meinung, ja, bist du gezwungen, doch Kaltakquise zu machen. So, weil von nichts kommt nichts, ja. Weil so ein Selbstmarketing, also dich präsent in den Social Medias da vorzustellen, bis die Leute erstmal checken, wer du wirklich bist und diesen Mini-Bekanntheitsgrad aufgebaut hast, das dauert halt noch ein bisschen. Und in dieser Zeit musst du ja irgendwie ein bisschen was überbrücken. Also bist du halt meiner Meinung nach gezwungen, doch Kaltakquise zu machen. Und ich würde auch nicht anrufen, das finde ich auch, ja, das ist immer so eine Grauzone, was ich jetzt so sage, ja. Manche würden sagen, oh, das ist total seriös. Ich bin der Meinung, nicht so, wie der Kommunikationskrieger schon meinte, persönlich hingehen, finde ich sehr gut. Oder man schreibt einfach eine schöne E-Mail, man guckt sich die Webseite an, Logo, Grafiken und sagt, hey du, mir ist aufgefallen, bla 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 bla. Irgendwie so, ne? Also an den Punkten halt ansetzen, wo noch Bedarf ist, wo du weißt, ey, das kann ich besser machen. So. Und das dann halt schmackhaft verpacken. Für die Kaltakquise wäre das jetzt am Anfang so meine Meinung. Oder? Sehe ich das ganz gut. Ja, einfach nur eben nicht unvorbereitet. Ne? Ja, genau. Ja, das ist absolut wichtig. Also ja, sich da informieren, wer ist es, wer ist der Geschäftsführer, wie auch immer, whatever. Wir kriegen hier schon lauter Kommentare rein. Die gehen wir nachher mal durch. Ihr könnt nachher auch Fragen stellen. Jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage.
es gibt ja auch, ich sag mal, versteckt Kaltakquise oder einen bequemeren Weg, ja, mit Jobplattformen. Hast du da irgendwie Erfahrungen? Was hast du da so ja, zu erzählen? Ich habe tatsächlich Erfahrung auf dem Gebiet. Was gut funktioniert, sind tatsächlich Facebook-Gruppen. Es gibt, wenn man mal sich als Designer so ein bisschen umguckt, ich bin jetzt gerade irritiert, weil die Elisa gerade was geschrieben hat, aber da gehen wir später drauf ja, ein. Ja, wir gehen später, ignoriert es. Genau. Wir gehen später drauf ein, sonst kommen wir aus dem Konzept, ja. Alles genau. Also Jobplattform. Genau. Bei Facebook gibt es diverse Jobgruppen für Designer und Programmierer und da lässt es sich sehr leicht, sag ich mal, lässt sich da sehr leicht einen Job generieren, wenn man einer der ersten ist, der auf die Angebote eingeht. Sag mal, wenn jetzt der 15. ist, der da seinen Kommentar drunter schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Job kriegt, glaube ich, eher gering. Aber wenn man einer der ersten ist, dann ist das auf jeden Fall easy going, sag ich mal, wenn man gute Referenzen hat. Ja, ja. Da muss ich noch einen Einwand mit einbringen. Ich hatte zum Beispiel, war letztens auch in einer Facebook-Gruppe unterwegs und habe dann gesehen für den Gaming-Bereich, da hat jemand halt einen Designer gesucht und da haben auch schon 20, 30 Leute geschrieben und ich so, das war irgendwann mitten in der Nacht, so wie ich halt manchmal so bin. Ich so, das lohnt sich ja jetzt auch nicht mehr dazu schreiben. Der hat jetzt schon bestimmt von 30 Designern und nochmal 10 Designern, die jetzt nicht geschrieben haben, hey, du hast PN, ne? Und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich melde mich einfach doch nochmal, bin der 50. Designer und prompt hat mir der Kunde gesagt, ja, wir haben ganz viele Angebote bekommen, aber die Designer haben sich nie wieder gemeldet. Wir haben, also es wurde alles abgeklärt und keine Ahnung, aber letztendlich hat sich kein Designer gemeldet, trotz dass der andere Designer gesagt hat, ja, ich bin schon an den Entwürfen dran, kriegst du morgen. War nicht. Das so. Feedback habe ich auch schon bekommen, ja. Ja, und das ist total krass. Also auch klar, was Kim schon meinte, bin ich auch der Meinung, wenn man jetzt eine Anfrage sieht, solltest du schon zusehen, dass du unter den ersten 10 bist. Aber wenn du merkst, das ist jetzt wirklich ein Projekt, wo du voll Bock drauf hast, was voll dein Ding ist, melde dich da trotzdem an. Also melde dich da trotzdem bei denjenigen und schreib mal irgendwie ein bisschen was Persönliches. Nicht nur so, hey, ich habe gesehen, du hast da geschrieben, bla bla, ich kann das. Punkt. Sondern schreib irgendwie was Persönliches noch dazu. Hey, ja, ich habe jahrelange Erfahrung da drin. Das ist mein Schwerpunkt. Hier ist meine Webseite. Anbei schicke ich dir nochmal meine Portfoliomappe irgendwie oder schicke dir 3, 4 Grafiken davon. Und dann sieht der potenzielle Kunde richtig, wie viel Mühe du dir gibst. Ja, und dann sagt er sich vielleicht genau dich, nämlich, weil von den anderen 20 Designern habe ich nur so einen Muster-Standardtext bekommen. So. Ja. Ja, auch hier heißt es nachfassen. Also ja. wenn du vor 2, 3 Tagen da sag ich mal auf so ein Gesuch geantwortet hast, dann auf jeden Fall nochmal nachhaken, weil das zeigt auch, dass du Bock drauf hast und ja. Und was sich bei mir total bewährt hat, ist, wenn man so ein paar, so 2, 3, 4 Bilder als Referenz passend zu dem Projekt direkt mit in den Chat rein schickt. Ja. Also nicht nur auf die Webseite verweisen, sondern auch direkt was zeigen, damit ja, damit die so auf einen Blick sehen können, ob es passt oder nicht. Ja, genau. So bequem wie möglich machen, ne? Wie im richtigen Leben. Ja, ja. Und hast du Erfahrung mit wie heißt denn die Plattform Twago und das Auge und sowas? Hast du das auch schon mal probiert? Da bin ich ehrlich gesagt raus, das habe ich noch gar nicht probiert. Tatsächlich. Also ich bin auch auf Twago und allerdings mein Hauptgrund, auf Twago zu sein oder dort einen Account zu haben, ist tatsächlich Google, weil ich dadurch, da habe ich halt mein Profil, ne, und da ist meine Webseite frei erreichbar, weil ich eine Goldmitgliedschaft habe und darüber ist auch eine meiner festen Kundinnen gekommen. Die hat mich cool auf Twago gesehen, ist dann auf meine Webseite gekommen, hat mich angerufen und ja, und die ist jetzt auch schon eine ganze Weile Kundin von mir. Das ist halt super cool. Ne? Also das, da kommt auch jeden Tag jede Menge an Projektanfragen rein bei Twago. Aber über die habe ich noch nie was generiert. Also aber dafür, ich sag mal, da muss man sich ja immer drauf bewerben. Also man gibt ein Angebot ab und da muss man halt wirklich auch aktiv sein. Und ich mache das so mal ja, mal nein, je nachdem, wie viel Workload ich gerade habe. Ne? Ja, ja. Genau. Ja.
bei das Auge, da lohnt sich auf jeden Fall auch eine Registrierung und das Anlegen eines Portfolios, weil auch da wird man eben über Google ganz gut gefunden. Ja. Ja, und da gibt es auch regelmäßig Jobgesuche, wo man darauf antworten kann. Und über die habe ich auch schon das ein oder andere gemacht dann tatsächlich. Ja. Das ist ja cool. Ja. Also ich würde es machen alleine, um sag ich mal, Leute auf seine Homepage zu kriegen, die dann eben über Google kommen. Ja, ja. Ich habe schon mal von einer Kollegin gehört, die ist auch bei Twago. Twago nennt sich das, ne? Ja. Mhm. Und sie meinte wirklich, das ist ein richtiger Wettkampf dort. Also, und also sie hat dann auch schon öfters die Chance gehabt, in die engere Wahl zu kommen. Aber dann hat sie mit dem Angebot geklärt. Er hat gesagt, ja, supi, alles klar, Vertrag unterschreibe ich. Und im nächsten Atemzug hat er dann gesagt, nee, ich habe das andere Angebot von einem anderen Designer bekommen. Ja. Ja, also Twago ist doch echt, da muss man gut, also Glück haben, finde ich so ein bisschen, ne? Weil was sie jetzt zum Beispiel macht, die macht echt auch tolle Sachen. Und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, warum man da Nein sagen sollte. Gut, manchmal passt es nicht, manchmal passt, ne? Aber ja, aber du bist da auch dazu verpflichtet, denn da zu zahlen, ne? Die Mitgliedschaft? Ja, genau, genau. Okay, ja. Das ist, ja. Ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass ich die eine Kundin zumindest da schon mal generiert habe, ja, na klar. Die Chance, ja, dass da nochmal jemand kommt, ist auf jeden Fall relativ groß. Ja. Ich habe mal mit Twago so ein, da gab es so eine Schulung. Also ich habe mal als ich die kennengelernt habe, habe ich so einen Test, 3 Monate Test-Abo gemacht. Und die hat mir gesagt, dass das Geld nicht das Ausschlaggebende ist. Das ist eigentlich zweitrangig tatsächlich. Was für viele ausschlaggebend ist, ja, ist tatsächlich auch der Standort. Also die viele wollen gerne die Leute aus ihrer Nähe haben. Also dass dann, wenn dann jemand doch noch auftaucht, der irgendwie in der Nähe ist, dann schlagen die eher dazu. Tatsächlich. Ja, krass. Okay, das ist ja interessant. Ja. Also sie hat mir da die Statistiken gezeigt und das fand ich auch interessant. Also. Ja, ja, cool. Das ist ja, also wie gesagt, Twago weiß ich nicht, da bin ich immer noch so ein bisschen unschlüssig, aber so Facebook-Gruppen, das Auge werde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Es gibt auch noch Projektwerk zum Beispiel. Was war das nochmal? Projektwerk gibt es auch noch, das ist auch so eine Projektplattform, da bin ich aber nicht. Ja. Ich habe mich da wohl irgendwann mal angemeldet, ich kriege da noch irgendwelche Mails, aber ich... ja, und ich glaube, wie war das... Design Made Germany, Germany in die, wie heißt das nochmal? Design Made in Germany, ja. Genau, ja, genau. Das ist auch... Gibt es da auch Jobs? Ich registriere mich da immer nur da gibt es so ein Verzeichnis, Agenturenverzeichnis und da kann man sich immer für 31 Tage eintragen und laut Google Analytics kommen auf jeden Fall viele auch davon zu mir auf die Homepage. Ja, naja, so streut man sich halt, ne? Also die Reichweite, ja, cool. Was ich jetzt, also ich habe generell Jobplattformen, da bin ich noch Newbie, also keine Ahnung, wo ich halt schon 1-2 Sachen generiert habe, war tatsächlich halt Facebook. Was ich sagen muss, auch Twitter und unter anderem auch Instagram. Das ist total krass, hätte ich niemals gedacht. Also, was machst du dann auf Twitter? Weil da bin ich so voll nicht... Genau, also Twitter, da ist ja eigentlich eher so meine Gaming-Zielgruppe unterwegs. Die tummeln sich eher da. Die haben nicht Facebook oder sowas, sondern halt Twitter. Und da haben mich schon 2-3 Streamer angeschrieben. Das heißt, die streamen 24 Stunden lang, wie sie zocken. Da gibt es halt aber auch schon Berühmtheiten, die davon eine Firma sich aufgebaut haben und ihre 5 Angestellten haben, ja. Ja, und da muss man halt gewisse Sachen da designen und so kam das dann halt. Und wenn die dann sehen, Kimi hat für den großen Streamer designt, oh cool, dann brauche ich auch und so weiter und so fort. Und dann geht's halt, also die E-Sport-Szene ist zwar groß, aber letztendlich doch wie so ein kleines Dorf. Jeder kennt jeden irgendwie. Okay. Und das ist schon cool. Über Twitter habe ich dann auch ein paar Anfragen schon reinbekommen. Und bis jetzt, ich glaube, von 8 Anfragen oder sowas sind 5 habe ich erledigt. Also 5 Jobs daraus gekriegt. Super, das ist natürlich cool. Vielleicht sollte ich doch auf Twitter aktiv werden. Ja. Deswegen. Erstmal an alle hallo neuen Zuschauer. Super, dass ihr da seid. Wir machen nachher Community Talk. Wir haben nämlich noch ein paar Tipps parat. Ja, und Instagram wollte ich noch weiter erzählen. Da haben mich sogar schon 2-3 Leute angefragt wegen Logo-Design.
Auch total interessant, ja. Hast du auch, auch umgewandelt dann? Also ein Jahr und die anderen zwei haben sich dann nie wieder gemeldet. Hm. Also Anfragen hatte ich auch schon über Instagram, aber das ist dann ja, geworden. Ja, genau. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man dran ist und weiß, wie das läuft, dann funktioniert es auch. Ja. Hast du denn schon mal was, mir fällt es jetzt gerade spontan ein, mit E-Mail-Marketing, was? Du hast ja einen Newsletter oder sowas, ne? Hast du sowas? Ja, ich habe gerade erst angefangen. Ah. Der Newsletter, ich habe jetzt gerade, ich hatte ja das Freebie jetzt für den Finde deinen Elevator-Pitch, ist auch immer noch, falls irgendeiner Interesse hat, immer noch auf meiner Homepage zu finden. Das war jetzt vor 3 Wochen und jetzt geht nächste Woche mein erster Newsletter raus. Deswegen kann ich da der Erfolgsquote sagen, genau. Ja. Ja, da habe ich, habe da auch keine Erfahrung, ich habe auch noch kein Newsletter, ich mache ja gerade alles Step by Step. Und aber so meine großen Mentoren, denen ich folge, wie Calvin Hollywood oder Nina Schnitzenbaumer, die sind eigentlich im Fotografiebereich unterwegs. Aber die haben auch gesagt, allein mit E-Mail-Marketing, was sie da an Neukunden, potenziellen Neukunden generiert haben und immer wieder, da denke ich mir auch, ey, das musst du auch machen, ja. Das ist so eine leichte Chance, die man sonst verpasst, ne? Das ist es halt. Auf jeden Fall, genau. Ich habe letzte Woche einen Podcast, einen älteren Podcast vom, nee, oder vielleicht gar nicht so älter, egal, einen Podcast auf jeden Fall von Björn Schantau gehört. Der war seine Reaktion auf diese Facebook-Reichweiten-Einschränkungen. Und der hat auch gesagt, dass er die höchste Rückmeldequote eigentlich übers E-Mail-Marketing und über Messenger-Marketing hat, tatsächlich. Mm, krass, das ist Wahnsinn, ja, oder? Ja. Also, ja. Ja, also wie ihr seht, man kann total ausrasten auf verschiedenen Plattformen, auf Jobplattformen oder Social Media. Ich bin eher Social Media unterwegs. Kim hat schon alles Mögliche probiert. Und wenn man einfach dranbleibt, kann man irgendwie von jeder Plattform, egal was es ist, doch potenzielle Kunden zu Stammkunden generieren. Aber was noch ganz, ganz wichtig ist, wo viele mich ja auch wiederum feiern mit dem Netzwerken, weil ich das ja stets und ständig predige. Bei mir ist es so, jetzt kommen wir zum neuen Thema, Netzwerkakquise beziehungsweise durchs Netzwerken halt. Ich glaube nämlich 30% meiner Kunden sind nämlich nur durch das Netzwerk generiert worden. Das heißt halt, am besten, du hast halt jemanden, der übertrieben viele Connections hat, den du zufriedenstellst, der völlig hin und weg von dir ist und der vermittelt dich komplett an seine ganzen Leute. So, ja, und wenn die wiederum zufrieden sind, vermitteln die dich da wieder an ihre Kunden und dann läuft das ganze Zeit und wir Designer leben ja von Empfehlungen. Also bei mir ist es gerade noch sehr stark so und ja, bei mir läuft es wirklich sehr, sehr stark über Netzwerk. Und wie läuft es bei dir? Hast du da auch schon irgendwie? Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist natürlich ähnlich. Also meine Kunden empfehlen mich natürlich auch weiter. Bekannte Netzwerktreffen wie, weiß nicht, Social Media, Stammtisch, ne? Solche Dinge sind natürlich immer, wie der Alex gerade schon gesagt hat, das Persönliche macht es natürlich einfacher, ne? Wenn die Leute kennen, dann denken die eher dran, ach, die Kim, die hat ja und macht ja, dann ach, kann ich die ja mal anrufen, so ungefähr, ne? Und genau, also Netzwerken ist schon auch wichtig, auf Veranstaltungen gehen und ja, also man muss da echt auch, ich sag mal so, schon, ja nicht aggressiv, aber man muss schon offensiv sein, ja. Wenn du jetzt, wenn du das kleine schüchterne Mäuschen bist und jetzt kommt dein Kunde, der jetzt eine übertriebene krasse Reichweite hat oder ganz viele Connections hat und sagt, hey, ich habe hier 10 Kunden für dich, melde dich mal bei denen und du bist schüchtern und traust dich nicht so, das ist dann natürlich, ne, weil dann hast du 10 Neukunden, die dann vielleicht dahin sind, ja. Also man muss da echt schon dranbleiben. Das stimmt. Das ist aber, finde ich, das ist ja mit allem so, ne? Es ist egal, ob du Kaltakquise machst oder dich in Jobplattformen tummelst oder ob du eben Netzwerken machst oder so, das ist halt immer alles Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Was Kim auf jeden Fall noch mal sagen wollte, das finde ich super spannend, dieses Thema, da können wir jetzt mal richtig ausrasten. Selbstmarketing. Ja. Das gehört ja mit zur Kaltakquise, beziehungsweise ne, wie wir neue Aufträge generieren. Dann fang mal an, was du Schönes dazu sagen hast. Ja.
Also du machst das ja auch hervorragend, finde ich. Dankeschön. Man muss halt, wie du gerade schon gesagt hast, einfach präsent sein. Und das, sag ich mal, so allgegenwärtig wie möglich. Und wirklich ja. immer hier mit der Fahne wehen, ich hab und ich mache und ich habe gemacht und ich kann ja. dir helfen bei und was weiß ich. Das Thema Selbstmarketing ist für uns Designer genauso wichtig wie für unsere Kunden im Prinzip. Ja. Ne? Das, was wir für unsere Kunden machen, müssen wir auch für uns machen. Und ich will jetzt mal behaupten, dass mindestens 90% der Designer, die ich kenne, das nicht machen. Ja. Das und auch Agenturen. Also ich sage, ne, es gibt auch viele Agenturen, die einfach so von den Bestandskunden leben. Vielleicht ist der Workload manchmal so hoch irgendwie, dass sie dann nicht dazu kommen oder so. Aber eigentlich sollte man immer präsent sein, immer zeigen, immer ein bisschen Wissen raushauen. Ne? Ich finde, das zeigt auch nur Expertise, ne? Für einen Blog über deinen ja. Bereich. Ja. Ne? Zeig den Leuten, dass du das kannst und dann werden die auch kommen. Genau. Und das hattest du letztes Mal in deinem Post geschrieben, schon länger her, ich glaube, das war letztes Jahr im Dezember, so einen Videoclip hast du gemacht hier auf Instagram. Da hast du nämlich erzählt, dass ganz viele Leute zu dir sagen, oder ja, nicht beschweren, aber zu dir sagen, warum haust du so viel Wissen kostenlos raus? Das und stimmt. Da fand ich deine Antwort total geil, weil ich tick genauso. Erzähl doch mal noch mal was dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was ich in dem Video gesagt habe, aber erstens ist es sowieso im Internet. Es wäre doch cool, wenn die Leute das bei dir finden oder bei mir ja. finden, ne, und dann merken, hey, die haben es drauf, anstatt sich das irgendwo anders zusammenzusuchen. Und wenn du regelmäßig deine Inhalte oder dein Wissen eben preisgibst, ne, dann produzierst du regelmäßig Inhalte auch für deine Webseite. Und all das zahlt nur auf deine Expertise ein, wodurch Kunden dann im Endeffekt doch kommen. Die kommen ja nicht zu dir nur, weil du ein Designer bist und weil du designen kannst, sondern weil du denen ja auch Zeit verschaffst, weil du dadurch, dass du das für sie tust, können die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und müssen an dem Logo rumbasteln. Und dadurch, dass die jetzt regelmäßig zum Beispiel deinen Blog lesen oder dich regelmäßig auf Instagram oder Facebook oder wo du eben bist, verfolgen, bauen die auch irgendwie schon Vertrauen zu dir auf. Ja, ja. Und das zieht sich aber auch komplett, ja. Wir reden mal viel von Designern, aber das kannst du, egal ob du jetzt Texter bist oder was weiß ich nicht was, das kannst du auch auf dein Business übertragen. Ja, ja, so läuft ja. So. Und wie geil ist das denn, wenn ich jetzt auf deiner Webseite bin, ich suche jetzt eine Texterin zum Beispiel, ja, weil ich jetzt ein Kundenprojekt habe und sehe erstmal alles, was du kannst, sehe, wie tolle Blogbeiträge du schreibst und kann deine Referenzen im besten Fall noch einsehen. Und das überzeugt mich natürlich viel mehr, wie wenn ich einfach nur auf eine Webseite gehe und da steht, hallo, ich bin Kim, ich bin eine Texterin. Punkt. So total unpersönlich, ja. Und dann klicke ich die Webseite halt weg. Und wie Kim schon meinte, du zeigst dich halt auch in deinem Bereich halt als Experten und der Kunde kommt ja zu dir, um den besten Ansprechpartner oder Berater an seiner Seite zu haben. Ja, ich sehe das immer so wie ein Friseur oder Tätowierer. Hast du den einmal gefunden, bist super zufrieden, egal was du da bestellst oder an Dienstleistung nimmst, dann bleibt er für immer bei dir. So, und so sehe ich das halt. Ja. Ja, also Selbstmarketing ist halt übertrieben wichtig, Leute. Ich bin ja seit November selbstständig. Die Kim ist schon voll lange, schon ein alter Hase hier, selbstständig. Und sie ist mir wirklich aufgefallen, schon allein nur durch ihren Instagram-Account, weil der wahnsinnig viel mit Mehrwert zugebombt ist. Also egal, was du da liest, da ist immer was drin. Genau. Und nicht nur das. Natürlich ist es auch eine Geschmackssache. Ich finde halt auch deine Illustrationen super gut, aber es muss ja nicht jedem passen, genauso wie bei mir. Aber man merkt halt, du hast es drauf. So, und du bleibst dann bei mir zum Beispiel im Kopf hängen. Ja? Und wir sind ja Kollegen in dem Sinne. Und ich kenne halt so viele Kollegen, die machen das nicht, beklagen sich dann aber, warum kriege ich keine Neukunden? Ich habe doch jetzt schon eine Webseite, ich habe doch jetzt schon Facebook und Instagram. Ja, aber wenn man dann auf den Account geht, zum Beispiel im schlimmsten Fall, hast du deinen letzten Post vor einem halben Jahr geschrieben oder veröffentlicht oder deinen Blogartikel schon 2 Jahre her. Und dann bekommt man das Gefühl vermittelt, wahrscheinlich gibt es den gar nicht mehr oder weiß ich nicht. Ne? Ist ja. hinüber. So. Genau. Ja, das ja. stimmt. Genau.
Ja, habt ihr Fragen, Anregungen? Ich gehe mal kurz die Kommentare durch. So, ich scroll mal ganz nach oben. So. Lö, 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 lö. Also wenn ihr Fragen habt oder irgendwo gerade steht, vielleicht wollt ihr ein, zwei Tipps haben, schreibt die ruhig gerne rein. Zum Beispiel hat Laura vorhin geschrieben, würdet ihr dann schon konkrete Vorschläge, Schrägstrich Skizzen machen? Wahrscheinlich zu dem neuen, wenn man zu dem neuen potenziellen Kunden geht. Vorschläge vielleicht, aber keine Skizzen. Nee, das ist schon. Ja, genau. Ja. Weil du weißt ja nicht, ob der letztendlich anbeißt, ne? So. Nee, genau. Also was, ich hatte jetzt eine Sache, da wurde ich ausgefragt zum Thema Facebook-Werbung und im Endeffekt hat er das ganze Wissen abgegriffen und ist woanders hingegangen. Also das kann halt auch passieren, ne? Ja, ja, stimmt, genau. Also da muss man das auch sehr gut kommunizieren und das schon einschätzen können, würde derjenige mich wirklich buchen oder würde er sich einfach nur meine Tipps krallen, ne? Da muss man dann halt auch ein bisschen aufpassen. Die Elisa hat vorhin geschrieben, also ich persönlich fände es total daneben, wenn bei mir jemand vor der Tür steht und mir beispielsweise eine Webseite verkaufen will. Gut, siehst du, da haben wir es dann auch wieder. Manche sagen so, manche lieber Telefon, das kommt dann total drauf an. Ne? Ja, es kommt halt vor allen Dingen auch darauf an, ob die Person gerade den Bedarf auch hat. Ne? Es kann ja, ja sein, dass du genau im richtigen Moment anrufst und dann, ja, dann ist es halt so. Es ist halt auch immer ein bisschen Glückssache. Ne? Nicht nur Technik und Verkaufstechnik und Einwandbehandlung, sondern eben auch Glück, dass da gerade wirklich tatsächlich ein Bedarf besteht. Deswegen ja die Vorbereitung. Deswegen soll man sich das ganz genau angucken, was, ne? Je nachdem, in welchem Bereich du jetzt aktiv bist. Jetzt Webdesign zum Beispiel ist einfach, weil da guckst du halt, ist die Webseite responsive, da hast du schon den ersten Hebel. Ja. Der nächste Hebel ist, keine Ahnung, wenn das Layout jetzt von 1990 ist, so ungefähr, gibt es ja so mit Sachen, die da noch so im Internet unterwegs sind, dann hat man da uns schon den nächsten Hebel. Ne? Und, oder manche haben auch noch keine Webseite. Gibt genug Firmen, die noch nicht online sind. Ach, da fällt mir noch eine Akquise-Möglichkeit ein. Ah, ja, hau raus. Ich bin auf der Akquise. Nämlich, wenn man vor Ort zum Beispiel mal Schulungen gibt zum Thema Digitales und online gehen und online sich präsentieren. Ich kann mir vorstellen, wenn die, sag ich mal, wenn du das jetzt zum Beispiel für Einzelhändler oder so machst, wenn das die Zielgruppe ist, kann ich mir vorstellen, dass man dadurch auch den einen oder anderen Kunden gewinnen kann. Ja, na klar, also auch generell, siehst du, da klinke ich mich jetzt auch nochmal ein, im Offline-Marketing, das haben wir ganz vergessen, bei Seminaren, Netzwerktreffen, wie sie vorhin auch gesagt hat, Facebook-Stammtisch, whatever, da gibt es auf jeden Fall von 10 Leuten eine Person, die was haben möchte. So, das musst du dann halt aus diesen Gesprächen irgendwie herauskristallisieren und ich mache das immer so, ich versuche dann, also ich nehme mir dieses Ziel vor, diesen Menschen muss ich jetzt kennenlernen. Und dann lappe ich den halt zu, man lernt sich halt kennen, lala und schön und tralala, Nummern austauschen, Visitenkarten, Flyer machen, drücken, wie auch immer. Dann warte ich 2, 3 Tage ab und rufe dann halt an oder schreibe hier eine Nachricht, wollen wir skypen, wie auch immer und dann läuft's. Also habe ich gestern jetzt erst gemacht und super, jetzt habe ich wieder einen neuen Kundenauftrag. Ne? Also man muss halt immer dranbleiben, denkt jetzt nicht, wenn ihr jetzt offline unterwegs seid und der sagt, ja, finde ich toll, ich werde dich buchen, klar, ich rufe morgen an und du merkst, okay, er ruft morgen nicht an, er ruft übermorgen nicht an, dann wird er eigentlich zu 80% gar nicht anrufen. Aber du kannst ja nachfassen, du kannst ja dann selber. Genau, und da kann man dann halt nochmal eine Runde nachfassen. Ja, so schaut's aus. Genau, die eine hat hier geschrieben, Anke hat geschrieben, das hört sich alles hier sehr theoretisch an, haben wir praktische Erfolge? Ja, haben wir ja erzählt mit Facebook und Co. Webdesign-Büro ist schon weg, aber hat vorhin geschrieben, E-Mail-Marketing ist echt eine schwierige Kiste. Der Calvin Hollywood sagt immer, dass das so einfach ist, aber es ist es nicht, weil wir meist noch nicht so bekannt sind. Die sagen, aber...
Was? Nochmal? Ich habe gedacht, daran arbeiten wir ja. Ja, genau. Genau, und sie hat jetzt noch geschrieben, die, die sagen, dass es so easy ist, sind meist auch echt große und Bekannte. Jetzt kommt auch wieder ein guter Punkt. Messenger-Marketing ändert sich ja auch noch was, wenn die DSGVO da ist. Mhm. Ja, die liebe DSGVO, da haben wir auch alle gerade ein bisschen zu kämpfen. Genau. Habt ihr Fragen? Habt ihr Anregungen? Schreibt mal ein bisschen was rein. Genau. Ja, und es gibt ja aber auch wiederum so eine Leute, die wirklich schüchtern sind und wollen, aber nicht können oder zu schnell überfordert sind mit der Sache. Da kann ich auch nur als Tipp geben, da gibt es auch ein, zwei Designer, die ich kenne, die sich darauf spezialisiert haben, um schüchternen Designern das ein bisschen zu entnehmen und viel intensiver zu helfen. Ja. Uns beiden fällt es jetzt zum Beispiel leicht, hier mal einen Post zu machen oder hier vor der Livecam zu sitzen, aber manche andere trauen sich halt nicht oder wollen es halt nicht so. Und sowas ist halt auch sehr wichtig, immer präsent zu sein, haut immer irgendwie wieder einen Livestream raus, dann nimmt ihr die Leute komplett mit, ja. Und wenn dir das halt schwerfällt, musst du halt irgendwie Lösungen dafür finden, ja. Das einfach ins kalte Wasser springen am besten. Also ich sag mal, die nächste liebgewonnene Ausrede ist ja, ich habe so viel zu tun, ich schaffe das nicht für mich. Dann nimm dir doch jeden Tag 10 Minuten oder eine halbe Stunde vor dem, was dann an Tagesgeschäft anliegt, Zeit, um deine Postings fertig zu machen. Ja, genau. Ne? Und wenn es nur eine Referenz ist, die du letzte Woche fertiggestellt hast und dann noch mal ein paar warme Worte zu oder so. Aber ja. Du machst das doch einmal die Woche, dass du das alles vorbereitest, richtig? Genau, also ich hatte das, am Anfang hatte ich das wirklich so, ich habe mir meinen Plan aufgeschrieben, okay, ich muss mich kümmern um Facebook, Pinterest, so. Das habe ich dann mal halbtags gemacht und halbtags war dann halt Kundenaufträge erledigen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht, weil ich dann übertrieben viele Überstunden gemacht habe. Also Überstunden, okay, keine Frage, aber das war schon echt hardcore. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas ändern. So, und jetzt habe ich das so gelegt, dass ich Montag mein Marketing habe. Also ich drehe da meine Filme, produziere meine Filme, werde sie schneiden, bereite meine Instagram für komplette Woche vor, genauso wie Facebook und Pinterest. Und dann bin ich damit auch schon mal 8 bis 10, 12 Stunden beschäftigt, habe aber mein komplettes Marketing-Input für die Woche fertig. So. Und die Leute feiern es natürlich, weil sie jeden Tag überall, egal wo sie sind, was von mir sehen. Ja, und dann sage ich mir halt, weil mein Jahresziel ist ja jetzt mein erstes Geschäftsjahr, mein Jahresziel ist Sichtbarkeit. So. Und von nichts kommt nichts. Und jetzt muss ich mich halt mal im Arsch beißen und dann muss man da halt mal 12, 15 Stunden dran sitzen. Ne? Gut so. Genau. Cornelia schreibt, ich habe mir fest vorgenommen, einen Tag dafür zu nehmen. Genau, mach das wirklich, weil dann hast du einen kompletten Fokus nur auf dein Eigenmarketing. Und dann ist es voll geil, wenn du Freitag am Feier machen kannst und weißt, es läuft alles von alleine. Ja, okay, es gibt so wie Instagram, das läuft ja nicht von alleine, aber da kann man sich sagen, okay, ich mache das einfach mal morgens, wo ich eh arbeite, poste ich mal eben neben Kaffee, das mache ich zum Beispiel, und dann geht es halt auch. Ja. Ich mache das auch so. Ich poste meistens ab. Ja. Dann ist so die letzte Amtshandlung dann auf der Couch, vielleicht noch mein Instagram. Ja, genau, so schaut es aus. Ja. Ach so, ja. Genau. Was mir auch immer wieder aufgefallen ist bei mir jetzt selber, mit Kaltakquise kommt es halt auch immer drauf an, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eiskalter irgendwie anrufst oder persönlich hingehst, hast du immer noch nicht zu 100% den Auftrag safe. Wie gehst denn du jetzt zum Beispiel damit um? Oder hast du vielleicht Erfahrung, sagen wir mal so, hast du Erfahrungen damit in der Hinsicht? Du hast 3 Angebote rausgeschickt. Und wie viele kamen denn davon wieder zurück, dass du einen richtigen Auftrag daraus gezogen hast? Meistens, sag ich mal, bei 3 sind meistens 2, die durchgehen dann. Ne? Also, ja. Und ansonsten hapert es meistens am Preis. Und dann frage ich halt, ich hake dann nochmal nach und frage, was kann ich denn an Leistung kürzen? Und dann, also, was brauchst du denn wirklich und was brauchst du nicht so dringend und was können wir rausnehmen, um das günstiger zu machen?
Das ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Weil viele Leute sagen sich dann, das habe ich bei meinem zweiten Kundengespräch auch gemacht. Da habe ich dann eine Summe genannt, X, keine Ahnung, lass es jetzt einfach 1500 Euro sein. Ja? Und der Kunde hat gesagt, naja, die haben so mit 1000 Euro gerechnet. Und ich direkt danach, ja klar, 1000 Euro, ich bin dabei. Total bescheuert. Danach habe ich mir echt, also dann saß ich da erstmal so, bist du völlig bescheuert? Weißt du, du bildest dich tagtäglich weiter und im gleichen Atemzug sagst du, ja klar, 1000 Euro. Ja, das. Und das ist halt aber auch ein Lernungsprozess, ne? Und ich stehe halt auch dazu. Ja, gut, habe ich es jetzt gemacht. Man ärgert sich 2-3 Minuten und dann ist okay. So, und beim nächsten Kunden ist es wirklich so, dass man dann anfängt, das habe ich dann gemacht, irgendwann beim 20. Kunden jetzt so. Der wollte alles Mögliche. Dann habe ich ihn halt eine Summe X genannt. Der meinte, boah, ne? Aber gerechtfertigt, aber aktuell kann ich gerade nicht so. Da habe ich gesagt, okay, pass mal auf, du stehst da und da. Wo können wir denn kürzen und wie auch immer? Und dann hat er gesagt, fangen wir doch erstmal mit dem Logo an. Ich so, supi, sehr schön. Und ich habe ihn immer noch da. Und ich weiß ganz genau, bei ihm kriege ich weitere Folgeaufträge. Also man muss auch ein bisschen entgegenkommen. Nicht mit dem Preis runtergehen, sondern versucht es mit den Leistungen irgendwie zu kürzen. Wie Kim das sagt, das ist echt ein super Tipp. Genau. Mhm. Ja. So, und auch hier ein Tipp noch. Einen habe ich noch. Wenn du Angebote rausgeschickt hast und es tut sich nichts nach, weiß nicht, 1-2 Tagen oder so, dann würde ich da auf jeden Fall auch nochmal nachfragen, ob es angekommen ist, ob irgendwie, ne, ob alles gut ist oder nicht gut oder woran es liegt oder keine Ahnung, dass man da auf jeden Fall nochmal ins Gespräch geht. Nicht laufen lassen, weil dann war es das. Ne? Ja, das stimmt. Siehst du, das muss ich sogar noch bei einem machen. Ja, also man sollte sich echt, ich schreibe mir mal alles Mögliche auf hier, wann, wie, wo und das letzte Mal, also ich würde auch sagen, so eine Woche mal ruhen lassen, wenn man ein Angebot rausgeschickt hat, aber maximal nach 14 Tagen doch mal nachhaken. So. Also ich finde das persönlich ein bisschen zu lang, weil in der Zeit hat er sich vielleicht schon 5 andere Leute angeguckt. Oder so. Ne? Ja. Ja, das kommt, ich glaube, das kommt dann wieder auch auf den Kunden an. Das ist dann halt, ja. Stimmt. Wann fragst du nach ungefähr? Nach 3-4 Tagen? 5? Genau, 3 Tage so. Ja. Meistens, cool. Meistens schreibe ich dazu, ich melde mich an dem und dem Tag. Dann, dann rufe ich dann nochmal an. Und? Das ist auch eine coole Idee, ja. Weil ich habe bei mir in meinen Angeboten zum Beispiel drin stehen, ja, das Angebot ist halt hier 14 Tage, wie heißt es, gerecht, verbindlich, wie auch immer. So, und dann melde ich mich meistens so. Hm. Aber gut, ja. Das ist aber ein gutes Learning. Ja, also man darf nicht vergessen, dass das für die meisten ist so eine, jetzt nehmen wir jetzt mal das Webdesign oder die Webseite als Beispiel, ist ein notwendiges Übel. Das haben die gar nicht so im Fokus. Ne? Die haben ihr Kerngeschäft und denken da gar nicht drüber nach. Ja. Und vielleicht, ne, du weißt ja jetzt auch nicht, wie andere Designer oder andere, ja, ich sag jetzt mal in dem Fall Designer eben sind, ob die eher nachfassen oder nicht eher nachfassen und so, dann macht es schon Sinn, zeitnah nachzuhaken, ob es gepasst hat und wenn nicht, was nicht passt. Ja, stimmt. Da hast du recht. Dann werde ich da mal umswipen. Siehst du, ich lerne ja auch noch was. Subi, so muss es laufen. Cool. So, Leute, seid ihr hier da? Macht mal hier ein paar Herzchen, schreibt Fragen rein. Wie geht es denn euch zum Beispiel mit der Kaltakquise? Macht ihr Kaltakquise? Wie lange schon? Habt ihr damit schon mega Erfolg oder läuft es nicht so gut? Das wäre mal auch interessant zu wissen. Da kommen die Herzen. Ja, genau. Juhu. Ja. Sehr schön. So muss es laufen, Leute. Perfekt. Yes. Ich gucke noch mal in den Kommentaren, ob da irgendwas drin war. Freitag ist auch so 18 Uhr. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir es doch um 12 machen. Weil ja, es sollte um 12 sein, aber mir ist da mit meinem Sohnemann was gekommen heute Morgen. Ach so, deswegen. Ja. Ja, oder Donnerstag hier auch immer. Wir haben bestimmt noch genug Themen, die wir da noch durchgehen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Und was ich auch so... Achso. Was? Sag mal. Ist alles gut, mach du mal. Nein. Ich wollte nur noch mal sagen, eben gerade bevor ich den Livestream gegangen bin, war das auch total lustig. Da hat mich dann eine, die kenne ich durch Instagram und so, aber auch 5 Ecken,
hat dann geschrieben, hey Kimi, ja, du bist ja Designerin, aber ich brauche eine Grafikdesignerin vor Ort in Köln und du hast auch so ein riesen Netzwerk. Kannst du nicht mir irgendjemanden empfehlen, der halt wirklich vor Ort ist? Oder machst du auch Grafikdesign? Ne? Und dann habe ich halt eine Designerin angeschrieben, die halt in Köln wohnt. Habe gesagt, du, pass auf, ich hatte hier einen potenziellen Kunden, Schwerpunkt Grafikdesign, hast du Bock? Ja, alles klar. Und so habe ich dann gleichzeitig den Kontakt vermittelt. Und da sieht man auch wieder, das hätte auch mein Kunde werden können. So, ja. Aber ich dachte mir, nee, der Kunde hat schon gesagt, bitte direkt vor Ort, Köln. Das hat dann schon einen Hintergrund. Und dann habe ich den weitervermittelt. Und dieses, hört auf mit diesem scheiß Konkurrenzdenken. Also für mich gibt es keine Konkurrenz. Es gibt genug Kunden für jeden, wenn man gut ist und wenn man es einfach gut macht. Ja, das ist, muss man noch aus den Leuten rausbekommen. Ja, ich finde, also das finde ich aber auch total wichtig, weil es gibt ja auch Phasen als Freelancer, dass man, sag mal, eine mega Spitze hat und super viel zu tun hat. Und wenn ich in meinem Netzwerk gute Designer habe, dann gebe ich gerne auch mal was ab, um bei mir so ein bisschen, ne, um wieder Ruhe reinzukriegen und so, damit man selber auch nicht, also ich meine, ne, irgendwann ist auch vorbei, so mit. Ja. Ne, ja, das ist auch. Ja, und das ist auch das super. Hat und ich. Sinn, einfach sich untereinander auch als Designer zu connecten und da einfach ein gutes Netzwerk zu bilden und dann auch einfach nach Stärken oder Standorten dann auch mal Jobs weiterzugeben. Das tut auch nicht weh. Und zum Beispiel habe ich da letztens von der Webdesign Cornelia Hees, also Manufaktur Heide, genau. Manufaktur Heide, jetzt fehlt mir noch ein Wort, ist ja. Und die hatte zum Beispiel eine Kundin, habe ich ja letztens gepostet, Deichqueen nennen die sich, total putzig. Sie hat gesagt, pass auf, ich mache die Webseite, ich bin dafür mit allen möglichen gebucht. Die wollen aber spezielle Illustrationen haben. Und das ist nicht so mein Schwerpunkt. Und da bist du mir eingefallen. Hast du Bock drauf? Ich so, ja, na klar, subi. Ja, und Medienmanufaktur Heide, danke, sorry. Genau, und das hat super funktioniert. Ja, was ich dann noch wichtig finde, wenn du von einem Netzwerkpartner deinen Kunden zugespielt bekommst, dass du immer wieder deinen Netzwerkpartner auf dem Laufenden hältst. Weil wie oft haben mir schon Leute gesagt, also meine Netzwerkpartner, Kimi, ich meine das nicht böse, aber denke dran, das ist mein Kunde. Ne? Und ich so, ja, so. Ja, ich hatte davor mit anderen Webdesignern oder Designern gearbeitet und die haben dann über 5 Ecken das versucht so zu drehen, dass es dann deren Kunde wird. Da habe ich gesagt, was habe ich denn davon? Also ich fabriziere ja dadurch den übertrieben schlechten Ruf. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja. Und so habe ich dann zum Beispiel auch meine Netzwerkpartner auf dem Laufenden gehalten. Hier, guck mal rüber, so schauen die Illustrationen aus, das würde ich jetzt raussenden. Subi, alles klar. Also man muss da schon ein bisschen Hand in Hand gehen. Mach hier nicht einen auf Ego-Trip. Sei dankbar dafür, dass dein Netzwerkpartner dich gebucht hat, weil wenn es ein größerer ist, der kennt noch 10 andere Designer und dann genau dich nimmt er. Ja. Hm? Wollte ich nochmal anfangen. So, was haben wir denn hier noch? Marina schreibt, noch keine Kaltakquise, habt noch viel damit zu tun, an dem Unternehmen zu arbeiten. Texte auf Webseite, Google und so. Aber bin auf Netzwerktreffen wenigstens schon mal unterwegs. Ja, super. Bleibt dran. Genau. Dann hat sie noch geschrieben, aber will Kaltakquise mal ausprobieren. Hab ein paar Ideen, wo ich bei Firmen eine perfekte Ergänzung bieten könnte. Und will einfach mal von der Idee berichten. Das wäre es ja dann. Ja, das ist doch super. Da fängst du schon mal richtig gut an. Genau. So mit kleinen Steps und irgendwann wird man ja auch immer besser. Also, so, ja, man muss sich da erstmal reintüdeln, finde ich. So geht es mir auch in gewissen neuen Sachen. Man muss sich erstmal reintüdeln und danach hat man echt den Flow drin. Ja. Genau. Nee, cool. Ich würde gerne mal wissen, noch von unseren Zuschauern hier, wer von euch hat denn schon mal angefangen, sich selbst zu vermarkten, so ein bisschen? Ja, das wäre auch interessant. Ja. Genau. Und wie klappt das, wenn denn? Wie sieht es denn mit den richtigen Fragen aus und wie geht ihr mit dem Nein um? Wie meinst du das? Ja, genau, wie meinst du das? Also was ich jetzt nicht verstehe mit den richtigen Fragen. Was meinst du damit? Vielleicht mal ein bisschen genauer. Wie geht ihr mit den Nein um? Wenn der kommt Kunde jetzt. Was? Ich finde, das kommt auf die, also es kommt auf das Gespräch an sich an. Also mich würde jetzt immer interessieren, was meinst du mit richtigen Fragen?
in Bezug auf Kaltakquise, habe ich mir gedacht. Aber meinst du jetzt, wie man in das Gespräch reingeht oder wie meinst du das? Ja, genau. Ich bin auch gerade ein bisschen überfragt. Aber wie geht man generell mit Nein um? Wenn jetzt jemand sagt, nee, also wenn du eine komplette Kaltakquise machst, würde ich das dann auch respektieren, okay. Wenn du aber jemanden hast, wo du merkst, zu 50-50 erwischt und sagt aber nein, wegen jetzt zum Beispiel dem Preis oder nein, warum auch immer, dann kannst du halt Argumentationen finden, dich auch wieder hier, Selbstmarketing, dich nochmal vorstellen, also nicht vorstellen, sondern halt wirklich erklären, wieso, weshalb, warum. Auch mal Beispiele nehmen, ja, wenn du aber zu den Designer gehst für 100 Euro, dann ist es aber das und das und das nicht drin. Bei mir ist das und das drin, das kriegst du von mir, wie auch immer. Ne? So mache ich das zum Beispiel und damit sind die Leute auch zufrieden. Und vor allen Dingen versuche mal im Gespräch vorher herauszuhören, mit was er schon an schlechter Erfahrung, also was er für schlechte Erfahrungen gemacht hat bei den anderen Designern. Das kannst du nämlich leben und dann halt das mit deinem Business implementieren. So. Also es kommt halt auch immer ganz drauf an, meistens reden die Leute ja gerne und sagen dann, nein, ich möchte das nicht, weil mir ist das zu teuer. Dann kann man das zum Beispiel so machen, wie gerade schon beschrieben, dass man fragt, okay, was von diesen ganzen Leistungen, die ich dir jetzt angeboten habe, willst du unbedingt? Und was davon, ja, auf kannst du verzichten? Dann kann man es ja schon günstiger machen. Oder er sagt nein, weil ich habe jetzt einen anderen Designer gefunden. Da kannst du dann natürlich nichts machen. Dann kannst du nur sagen, okay, dann würde ich sie, wenn ich darf, nochmal in einem halben Jahr anrufen. Vielleicht haben sie dann Bedarf oder so. Und dann genau, sie jetzt der Vorlage und rufst dann nochmal an. Also es, genau, kommt immer ganz an, was für ein Nein da kommt. Es kommt ja meistens ich sag mal, in 99% der Fälle kommt ein Nein mit Begründung. Und auf diese Begründung musst du dann eingehen, im Grunde genommen. Ja. Ja. Dazu kann ich empfehlen, guck dir doch mal oder hör dir doch mal die Podcast von Dirk Kräuter an. Ja, das ist mega. Das ist ein Vertriebler, der macht das total toll. Und der macht auch jedes Jahr Veranstaltungen, das nennt sich Vertriebsoffensive. Und das hat mir so verkaufstechnisch auf jeden Fall total die Augen geöffnet. Da war ich nämlich letztes Jahr. Und da kann man sich auf jeden Fall jede Menge von mitnehmen, von diesen Veranstaltungen. Ja, und der nimmt so geile Sachen wie mit einer Waschmaschine, keine Ahnung, wenn du auf einem Event bist. Und ach, das ist, also von dem könnt ihr übertrieben was lernen. Für die Leute, die ihn nicht kennen sollten. Dirk Kräuter. Genau, also von dem habe ich auch ganz viel. Ich habe ganz viele Bücher von ihm und ich bin gar keine Leseratte, aber ich dachte mir, seine Bücher muss ich unbedingt lesen. Und auch, ihr könnt euch auch über ihn schon mal übertrieben schulen in YouTube-Videos. Da hat er auch richtig coole Videos drin, ja, wenn man sich jetzt noch nicht dieses Event leisten könnte zum Beispiel, ja, mein Gott, aber. Ne? Aber gut, die auf Vertriebsoffensive, die wird meistens so um die 99 Euro irgendwann rausgehauen im Laufe der Zeit. Genau. Ne? Und es kostet die wesentlich mehr, aber dann hat er immer irgendeine Aktion, meistens zu seinem Geburtstag, wo er die dann günstiger verkauft. Und das, also es lohnt sich schon, das mal zu machen, da mal hinzugehen. Auf jeden Fall. Das ändert das Mindset zum Thema Verkauf und Selbstmarketing total. Der hat gesagt, du verlierst nicht gegen deine Konkurrenz, du verlierst nur gegen deine Unbekanntheit. Und das war mein Startschuss für meinen Blog, für mein Facebook, für mein Instagram und das hat mein Hirn eingebrannt. Ja, also das ist der Wahnsinn. Mal angucken zum Thema Akquise, auf jeden Fall. Also Kaltakquise vor allen Dingen. Ja. Deswegen, also ich wollte auch sagen, ich habe letztens drüber nachgedacht, ich kämpfe nicht gegen andere Designer, sondern ich kämpfe gegen die Bekanntheit. Gegen, ne? So, da ist derjenige, was du gerade gesagt hast. Und das ist halt eigentlich. Und deswegen arbeite ich ja auch so viel, mach und tu, damit ich auch langsam auf dieses Level komme. Und wenn du dann irgendwann wirklich eine Bekanntheit hast und auch Kundenstimmen auf deiner Webseite hast oder die erzählen Positives von dir, dann ist es natürlich am geilsten. Und ich habe jetzt schon langsam, kriege ich das immer wieder. Kim ist da schon länger bei, die kann da von den höchsten Tönen wahrscheinlich sprechen, kommen deine Aufträge von alleine. Aber auch nur, wenn du, also würde ich jetzt mal sagen, auch nur, wenn du wirklich immer aktiv dran bist. Also ich muss jetzt sagen, ich habe schon viele E-Mails bekommen, einfach so. Die haben gesagt, hier über Twitter, Facebook, bla bla, YouTube, Google Plus sogar neuerdings. Ich dachte, Google Plus ist, aber auch die. Man muss alles nehmen, mal alles austesten, probieren, machen einfach. Nicht schnacken, machen.
LinkedIn ist natürlich auch immer eine tolle Sache, ne? Wenn man da einen Premium-Account hat, zum Beispiel bei Xing, dann sieht man, warum die Leute bei dir auf dem Profil waren. Also hat zum Beispiel nach dem Begriff Webdesign gesucht und da würde ich dem sofort eine persönliche Nachricht schreiben. Ich habe gesehen, sie haben nach einem Webdesigner gesucht. Sie haben mich jetzt nicht direkt angesprochen. Vielleicht kann ich ihnen ja doch weiterhelfen. Wie wäre es? Ja. Sollen wir mal telefonieren oder wie auch immer? Also ne, wenn man da schon sieht, okay, der hat, oder nach Buchcover-Design oder wie auch immer, da kann man sofort einhaken und da anrufen oder dann oder erstmal einfach eine Nachricht schreiben und so. Das ist... Genau, super. Ja, sehe ich genauso. So, uns bleibt nicht mehr lange Zeit. Jetzt hat sie oder er Sensan Bottle Tops. Ich finde eine Anzeige in der Zeitung, die viel Potenzial hat, besser gemacht zu werden. Ich glaube, das war bezogen auf die Kaltakquise. Er sieht eine Anzeige in der Zeitung, die man besser machen könnte und möchte daraufhin da anrufen. Oder? Ich verstehe es nicht. Sorry, tut mir leid. Mein Hirn ist dafür nicht geschaffen anscheinend. Ich verstehe es nicht. Nee, gut. Dann ist das Claudia... die Antwort gewesen? War das das Nein? Oder vielleicht kannst du nochmal, also ich gehe mal davon aus, du meinst jetzt, du hast eine Anzeige gesehen, wo du findest, die könnte besser gemacht werden, hast da angerufen und der Mensch hat Nein gesagt. Hast du nachgehakt, warum Nein? Also ich würde auf jeden Fall immer nachhaken und gucken, was die Antwort ist und darauf würde ich dann versuchen, so gut wie möglich zu reagieren. Ja, genau. Die Claudia hat noch geschrieben, ich bin noch an der Unternehmensentwicklung, kann deshalb noch nicht zur Vermarktung sagen, aber freue mich schon drauf. Danke für die vielen Tipps. Bitteschön, gerne. Ja. Genau. Uns bleibt ja nicht mehr lange Zeit. Lass mal gerne noch ein paar Herzchen da. Ja, genau. Noch ein Herzsturm. Genau, Herzsturm hier. Jetzt kommen gar keine Herzen. Ja, Leute. So. Nee, das, weil gleich läuft der Countdown. Die werden jetzt bestimmt öfters mal einen Livestream machen und über andere Themen quatschen. Kaltakquise finde ich auch ein sehr schwieriges Thema, weil jeder hat so seine eigene Meinung. Nochmal für alle, das sind nur unsere Erfahrungen und unsere Meinung. Das heißt nicht, dass das alle jetzt machen müssen. Was ihr letztendlich draus macht, das ist euer Bier. Ja, so sagen die Berliner halt immer. Ne? Das sind halt nur Ratschläge, die wir weitergeben können, um euch das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Genau. Genau, falls ihr Bock habt, uns weiter wiederzusehen auf Livestream, wie auch mal, dass ihr ein paar Themen habt, worüber wir beide quatschen sollen, zwei Designerinnen, das hat man ja auch nicht oft, also das habe ich so jetzt noch nicht im deutschen Raum gesehen hier auf Instagram, schreibt uns gerne ein paar Themen und dann quatschen wir das Ganze. Gerne, genau. Ja. Nee, super, dann würde ich jetzt sagen, beenden wir das, ne, weil es kommen auch keine Fragen mehr rein. Ja. Dann wünsche ich euch alle ein geiles Wochenende. Vielen Dank, Kim, dass du da warst. Und, danke, dass ich da sein. Dann werden wir nächstes Mal wieder einen Livestream machen. Cool. Okay. Dann bis dann. Ja. Gemacht. Jo. Ciao. So, Leute, das war's. Jetzt nochmal von mir. Peace und Frieden. Oh, der Countdown läuft. Jetzt sehe ich es endlich. Das Ganze wird dann natürlich auch veröffentlicht auf YouTube. Der Livestream von gestern, von vorgestern mit Steffi, ist auch schon auf YouTube online. Könnt ihr reinhören, glubschen, kommentieren, abonnieren. Und dieser Livestream wird auch veröffentlicht. Also bis dahin, Leute. Ich wünsche euch noch einen super geilen Freitag. Was auch immer ihr macht, Party, Lernen, Weiterentwicklung, whatever.